Vor dem kleinen Fenster, aus dem ich herausschaue, ziehen die weißen Lichter vorbei, die auf dem Grasstreifen neben der Rollbahn angebracht sind, damit die Piloten sehen, wo sie landen müssen. Die ganze Reihe neben mir ist leer. Sowieso sitzen kaum Leute in dem Flugzeug, was ich einigermaßen erstaunlich finde, weil der Flug gestern ja so ausgebucht war, dass ich erst heute fliegen kann. Das Flugzeug fährt endlose Kurven auf dem Flughafen, bis es endlich irgendwo anhält. Eigentlich sollten wir schon in der Luft sein, aber nachdem das Flugzeug beschleunigt hat und wir schon kurz vorm Abheben waren, wurde plötzlich scharf gebremst und die wenigen Passagiere haben sich etwas verwirrt umgeschaut nach den anderen und nach den Stewardessen, aber die wussten auch nicht so recht, was los ist. Und dann standen wir eine endlose Weile nur da. Es gab eine Durchsage, dass genaue Informationen über den Grund für die Verzögerung folgen würden. Tja, sagte dann schließlich der Pilot durch den Lautsprecher, hier spricht Ihr Kapitän. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist eben beim Start eines unserer beiden Triebwerke nicht angesprungen. Wir haben das 2 Stunden untersucht und konnten keinen Fehler finden. Wir haben jetzt entschieden, es einfach nochmal zu versuchen und hoffen, dass das Triebwerk jetzt anspringt. Unter den Passagieren ist so ein leicht hysterisches Lachen zu hören, nachdem er das sagt. Und vor mir dreht sich ein Mann im Anzug hektisch zu mir um und wirft mir einen fragenden, verwirrten Blick zu, als könnte ich ihm jetzt sagen, dass das kein Problem ist und schon alles gut gehen wird. Unter normalen Umständen hätte ich vielleicht auch Angst. Aber ich bin total ruhig. Dann merke ich, dass ich heimlich denke, dass das einfach nicht sein kann, dass man irgendwo hinfliegt, um nach dem besten Freund zu suchen, der sich anscheinend doch nicht das Leben genommen hat, und man dann auf dem Weg zurück mit dem Flugzeug abstürzt. Ich meine, ich weiß natürlich, dass es keine direkte Verbindung zwischen Boris Selbstmord und dem Triebwerk von unserem Flugzeug gibt. Und ich weiß auch, dass es albern ist, dass ich deswegen keine Angst habe. Aber ich kann mich ja auch nicht bewusst dafür entscheiden, jetzt doch Angst zu haben. Und so weiter.